Kerstin. Deine WG-Zeitzeugen Jehovas wohnen. Dass du es immer wieder schaffst, mir den Abend zu putzen. Ich hab doch gesagt, du hast seit einer halben Stunde Schicht die Glosse längst geputzt. Haben Sie mal gesehen, wie die rumläuft, meine Tochter? Wie im Puff läuft die rum. Warum sagt die nichts, Mann, ey? Aber richtig geile Titten, oder? Aua, Scheiße, Mann! Meine Nase! Oh, Scheiße! Warum so aggressiv? Scheiße! Lass uns abhauen! Scheiße, Schlampe! Los, Justin! Danke für deine Hilfe. Lutz war an dem Wochenende in Düsseldorf bei seinen Eltern. Du kannst ihn also gar nicht gesehen haben. Hab ich mich wohl getäuscht? Hast du nicht was vergessen? Du setzt dir Gerüchte in den Umlauf, an denen nicht das Geringste dran ist. Dafür entschuldigt man sich. Dauere nicht meine Baustelle. Du hast es doch noch nie ertragen können, dass ich einen Mann wie Lutz gefunden habe, der nicht gleich bei jedem Problem abhaut. Stimmt. Da zusammen im Swingerclub, weißt du nicht mehr. Ah, und hier, das Paar feiert heute im Sandelhölzchen ihr Fünfjähriges. Ganz intim, nur 80 Leute. Wärst du mal zur Abwechslung mit einer Partie Scrabble oder vier gewinnt? Ach Schatz, das kann man doch nur zu zweit spielen. Hoffen! Sag mal, bist du in der Heimstunde eigentlich noch hier? Die indische Liebesschaukel wird da vom Taifun-Versand geliefert. Salman wollte ja eigentlich zum Helfen kommen, aber jetzt hat er sich doch entschieden, mit ins Sandelhölzchen zu gehen. Hoffentlich gibt's auch was mit drin, so kalt geworden. Wenigstens besucht mich mein Bruder an Ostern noch, was man von deiner Familie ja nicht behaupten kann. Es ist Karfreitag, falls du es noch nicht bemerkt hast. Nicht Jessie. Bitte nicht Jessie. Sag mal, ich schwör, hast du die Tür offen gelassen? Hab ich nicht. Ich mach dich fertig, ich mach dich nicht an, du zahlst, ja. Klar? Sag mal, du hast mir wirklich wehgetan, aber ja. Nur wenn du die Tür offen lässt. Ich hab die nicht offen gelassen. Wer hat sie denn dann offen gelassen? Günther. Boah, wenn der das war. Scheiße. Günther. Das glaube ich. Günther! Da ist er! Günther! So ein Künstler, so ein Spinner. Aber süß war der. Hat Geschichten bis morgen zum 3 erzählt. Und François, der war wie ausgewechselt. Ja, du bist verheiratet? Ja. Wir sind sehr glücklich, François und ich. Wow, das... Also ich bin auch verheiratet. Oh, Benno und du, ihr habt geheiratet. Oh mein Gott, das ist ja so romantisch. Seit der 8. Klasse zusammen. Ja. Deswegen haben sie sich so lange mit der Bauchtänzerin im Separé unterhalten. Ihnen geht aber auch gar nichts, was? Berufskrankheit. Ach, um Songs zu schreiben, da braucht man ein waches Auge für zwischenmenschliche Dinge. Ihre Stimme gefällt mir. Ja, ich habe sie vorhin singen hören, eine ganze Weile sogar. Singen Sie in einer Band? Ach, im Moment fliege ich solo, ist unterlässiger. Na, und kann man mal was hören von Ihnen? CD, MP3, irgendwas? Ich probiere gerade so Funk mit Scrunchers, das ist fett, aber ich brauche Rate für Studiomiete. Rainer, der hat sich von Anfang an für uns krumm gelegt. Was glauben Sie denn? Als ich den Job verloren habe, ja, da war der Rainer für uns da, für die Mandy und mich. Ja, und die Mandy, die durfte sogar mal Reitstunden nehmen draußen auf dem Laienhof im Sommer. Hm? Ah, sie trinken nicht. Sie sind im Dienst. Ich trinke auch nicht, wenn ich im Dienst bin. Ah, Jungs, was darf sein? Eine Fanta. Für jede? Nee, zusammen. Ihr wisst schon, dass ihr vom letzten Monat noch was offen habt. Jo. Ja, hallo, freut mich. Ja, mich auch. Ich bin Otto. Joel. Das ist Sebastian. Wie lange ist denn der Braten schon im Ofen? Boah. Weiß auch nicht. Komm, fährst du mit nach Berlin? Okay. Na cool. Machen wir einen drauf. Oh ja. Das Problem ist, dass Rose, die Assistentin von meinem Freund in L.A. Apartment für mich sucht. Und alles, was er auftreibt, sind irgendwelche Billigflats, die meilenweit vom Zentrum entfernt sind. Ich meine, wenn ich Auditions habe oder meine Kurse bei Elders, da will ich doch nicht eine halbe Weltreise vom Calvary City zum Hollywood Boulevard machen. Hallo? Nein, nein, Ulrich, ich will jetzt, dass du mir zuhörst. Nein, nein, ich... Was? Oh Gott, es tut mir leid. Seine Mutter ist gestern gestorben. Ja, klar bin ich für dich da. Du, ich hab dich auch total vermisst. Ja... Ich dich auch. Okay, bis gleich. Du hast nur meine Nummer. Und deswegen wächst mein Mitbewohner und bist bescheuert? Nee, brauchst du nicht. Du brauchst nichts zum Frühstücken einkaufen, klar? Ey, Tom, Toni, sorry, wie heißt du nochmal? Ja, nimm's locker. Kein Beinbruch bei 12 Desperados kriegt jeder ein Potenzproblem. Ich heiße Anja, jo. Vigo, sind wir mal auf die Bier? Ja, nie mag mnie nada staca. Ja skoro dam na siebie snak. Okej? Wie stehen Sie denn?
als ehemaliger Laiendarsteller auf Angela im Stoßverkehr zum Vorwurf eines bekannten People-Magazins. Sie seien auf der Leinwand nur wenig mehr als eine von Galliano eingekleidete Sprechpuppe mit dem Hintern eines lipizzanischen Deckhengstes. Allerdings zeigt dieses Setfoto von den feuchten Pforten, dass ihr Hinterteil zumindest damals Doro, geradezu Doro. Unbehaarten Wuchs war. Wie alles andere auch, wenn ich das mal so sagen darf. Der Ruhm großer Männer sollte immer an den Mitteln bemessen werden, derer sie sich bedient haben, um ihn zu erlangen. Und damit verabschiede ich mich wieder und sage bis zum nächsten Mal bei Lillys Welt. Das wird gut.